So, ich habe hier schon mal alles hingestellt. Das sind so die leichten Dinge, die ich tragen konnte. Das habe ich hier schon mal alles hingemacht. Und mir wieder ein bisschen Allergie verursacht. Ja, so weit habe ich das alles hingestellt. Und dann fehlt noch der Tisch. Den muss ich noch einmal richtig abwischen. Der hat überall Kalkablagerung, weil ich sprühe da ja immer nur so drüber. Und dann verkalkt das natürlich. Dann sind nachher hier diese liegen noch. Die kann der Mann dann reintragen. Und die Schirme sind auch schwer. Die ganzen Ständer sind nämlich auch relativ schwer. Das sind ja alles Marmorplatten. Und die müssen alle rein. Genau. Und dann der Tisch, die Platte und so ist auch relativ schwer. Das soll er dann machen. Ja, dann räume ich noch meine Wäsche zusammen, den Ständer weg und dann bin ich fertig. Katzi, die fragt sich auch die ganze Zeit, was ist denn hier los? Ich habe ihr die Stühle weggenommen und jetzt liegt sie da. Arme Katze. Nö. Ich auch schon alles zugemacht. Da werden wir dann nachher noch alles abschließen. Ja, und dann sind wir durch. Heute kommen lauter fremde Katzen zu Besuch. Ich habe jetzt schon mal das Gitter dran gemacht, aber ich kriege das blöde Ding nicht ran. Ich kann es nicht abschließen. Irgendwie kriege ich das nicht hin. Das hängt wohl falsch. Ich weiß nicht, das ist auch wieder tierisch schwer. Weil mein Gärtner ist immer noch nicht da. Also schon 6 Uhr. Der wollte eigentlich um 4 kommen, aber das ist nicht schlimm. Der kommt mit Sicherheit noch. Da, guck mal, wer bist denn du? Ja, hau doch nicht ab, du darfst doch ruhig fressen. Oh nee, diese Katzen, ne, sind aber auch echt Schisser alle. Oh, machen wir mal zu. Kann sie auch in Ruhe fressen. Ist da überhaupt nur Futter? Ich glaube, ja. Gucken wir mal. So. Tja, die ist immer noch nicht da. Sag mal. Was sagt ihr denn dazu? Ich habe mir mal einen Tisch hier hingestellt. Einen Stuhl, meine ich. Weil Oma muss irgendwo sitzen, ne? Hier sieht schon alles sehr verlassen aus. Und Futter sehe ich nicht. Müsste ich eigentlich noch da haben, sonst mache ich noch was rein. Ja, es wird doch langsam dunkel, ne? Oh, nee, da ist ja gar kein Futter mehr. Oh nein, du Arme. Nee, dann gibt es noch mal Futter, weil das Futter will ich ja eh loswerden. Deswegen mache ich noch mal Neues rein. Ja, hier sieht es schon richtig einsam aus, ne? Ich bin auch schon voll im Weggehmodus, ne? Ich bin schon gar nicht mehr hier eigentlich. Noch mal so ein schöner Blick, ne? Oh nee, hier muss ich unbedingt noch mal so ein Foto machen jetzt. Ach, sieht das nicht herrlich aus? Schön. Und es ist so frisch. Die Luft ist so ein bisschen windig. Aber nicht bitte windig werden morgen. Morgen nicht bitte. Soll aber. Ich noch mal eben Futter holen. Ja, Leute, hier sieht es aus wie Hempels unterm Dach. Ich bin auch noch nicht ganz mit der Küche fertig. Den Kühlschrank habe ich noch nicht leer geräumt, aber das geht auch ganz schnell. Weil da muss ich ja nur die Sachen aus dem Eis holen, die ich jetzt zur Frau Nachbarin rübergebe. Ansonsten ist da ja nicht viel zu tun. Wenn er dann mal kommen würde, dann könnte ich das alles rübergeben, weil die Frau rufe ich jetzt nicht an. Nicht, dass er sich... Mein Mann hat ja angerufen, dass er kommt. Nicht, dass er sich jetzt darauf verlässt, dass sie mir hilft. Ne? Das kann natürlich auch sein. Zur Not schiebe ich die ganzen Sachen nachher alleine rein. Mir auch egal. Kriege ich schon hin. Oh, die Ameisen, ne? So. Ordentlich voll machen und dann gibt es morgen noch mal und dann ist auch alle wieder. Liebe Leute, wir sind fertig. Alles ist zu, alles ist gemacht. Tische sind auch da. Jetzt bin ich noch dabei, den Kühlschrank auszuräumen und alles wegzuschmeißen, was ich nicht mehr brauche. Alles andere habe ich dem Gärtner gegeben, 2 Tüten voll. Aber da sind natürlich auch noch ein paar Sachen, die ich jetzt nicht mehr brauche und wegkommen. Nudeln habe ich da oben noch und den Kühlschrank wische ich aus. Und ja, eigentlich hätte ich auch die Wodkaflasche geben können, aber ich wusste nicht. Ne? Man weiß ja auch immer nicht, sind das Moslems oder nicht. Kommt vielleicht auch immer nicht so gut an. Jetzt werde ich das ganze Ding nochmal auswischen. Und ja, Nudeln esse ich gleich noch und dann bringe ich den Eimer mit dem Müll nochmal weg. Und dann bin ich abreisebereit. Ja, das war's, Leute. Ich soll euch jetzt nochmal zeigen, wie die aussehen. Ich schneide mal eine auf. Moment. Zeige ich euch mal. Die lagen ja jetzt ein paar Tage. Und guck mal, die sind steinhart. Klar, vielleicht müssen sie noch länger liegen. Ich weiß es ja nicht, aber das kann man nicht essen. Das ist total hart. Und die andere, die ja nun wirklich schon überreif ist, die ist genauso.
guckt, das ist einfach nur Stein. Und so sind die anderen ja alle. Das kann man nicht essen. Also das kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen, dass man sowas essen kann. Das ist total hart. Und egal wie lange das liegt, das bleibt so hart. Die liegt da jetzt hier schon ein paar Tage. Und die liegt auch ein paar Tage. Also, die ist ja noch ein bisschen normaler als die andere, aber weiß ich auch nicht, auch steinhart. Naja, die schmeißt jetzt jedenfalls weg. Und das wird nichts. So, und jetzt stehe ich hier einsam und verlassen. Ich habe alles fertig. Das ist leer. Alles, was da ist, esse ich hoffentlich noch. Mal gucken. Ich habe auch ein bisschen Hunger jetzt, werde mir die Nudeln warm machen. Das Ding ist auch total leer. Und Katzenfutter stelle ich alles nachher noch raus. Das mache ich alles morgen früh. Kaffeemaschine habe ich auch noch nicht ganz sauber. Ein bisschen habe ich sie sauber, aber noch nicht ganz, weil morgen trinke ich noch einen Kaffee oder ja, einen, mehr nicht. Das muss ich andauernd auf Toilette. Ja, und hier mache ich jetzt auch zu. Hier ist auch schattendicht. Und das war's. Jetzt setze ich mich nur noch oben hin. Und dann mache ich da nämlich auch zu heute Abend. Und dann haben wir es geschafft. Dann brauche ich nur noch duschen. Das mache ich auch noch mal gleich. Weil das Wasser geht mit Sicherheit auch weg. Und wenn es morgen früh wieder da ist, dann dusche ich morgen noch mal. Ist wurscht. Hauptsache, ich habe gewaschene Haare und bin ordentlich fresh morgen. Wenn nicht, dann habe ich aber zumindest heute Abend geduscht. So, mein Lieben, jetzt gehen wir noch mal nach oben. Dort werde ich dann meine Nudeln gleich essen. Die mache ich mir noch mal eben in der Mikrowelle warm. Und esse sie noch mit Ketchup. Ich habe mir ein bisschen Ketchup noch rausgeholt. Den Rest habe ich rübergegeben. Und abgewaschen habe ich soweit auch schon alles, bis auf den Topf mit den Nudeln. Die werde ich jetzt noch mal essen mit dem Mantel. Das sind ja keine Nudeln. Ein bisschen von den sauren Gurken noch dazu. Ja, und ein bisschen Joghurt habe ich noch. Den werde ich auch noch essen. Ich habe aber Pekmes auch schon rübergegeben, weil der schmeckt mir sowieso nicht. Also ein bisschen Joghurt esse ich noch. Ein bisschen Eidam mache ich mir noch, hätte ich mir so gedacht. Und dann ist er auch fast alle, ne? Würde ich mal sagen. Hätte den Joghurt jetzt auch übergeben können, aber ich wollte auch noch ein bisschen Joghurt essen, habe ich mir gedacht. Das schadet bestimmt nicht Eidern. Ich habe Durst auf Eidern. Und das machen wir uns jetzt noch mal eben. Und dann sind wir durch für heute. So. Ich nehme noch mal die Schuhe raus. So viel will ich aber auch jetzt erstmal nicht. Ich glaube, eine Schüssel reicht erstmal. Und wieso ist denn das so eklig jetzt? Muss ich einmal abwaschen. So, nehme ich mal die andere Schüssel hier. Genau. Und dann würde ich sagen, sind wir fertig. Den werde ich jetzt noch mal essen. Und dann haben wir es geschafft, Leute. Alles erledigt, alles gemacht, alles getan, was man tun kann. Und dann hoffe ich, dass es soweit gut ist. Tja, das Leben ist hart, ne? Jetzt muss ich da morgen in diesen blöden Transfer rein. Überhaupt gar keine Lust. Und alleine fliegen, noch viel weniger. Ich schaff das. Klar, ich schaff das. So, den mache ich mir jetzt nochmal eben warm in der Mikro. Und dann war es auch das letzte Mal in der Mikrowelle. Die habe ich gestern auch sauber gemacht. So, einmal rumdrehen. Das an. Tja, so ist das. Die Gurken sind so scharf. Ich hasse ja scharfe Sachen, aber. Eigentlich wollte ich mir da jetzt Eiern machen, wenn der Schuss ist, Idiot. Aber
jetzt verplant. Warte, ich esse mal. Ja, ich esse mal jetzt Essen und dann mache ich mir Eiern. Ich kann ja mal ein bisschen das Wasser trinken hier, das Joghurtwasser. Ja, wir haben eben besprochen mit meinem Mann, dass ich vielleicht erstmal aufs Dorf fahre. Dass wir erstmal Miley holen und ich dann aufs Dorf fahre, weil mein Mann hat noch ein bisschen was zu arbeiten auf dem Dorf. Und müssen wir mal gucken, wie das mit der Baustelle klappt. Die soll ja auch, hätte eigentlich heute anfangen sollen. Also, keine Ahnung. Also, es kann sein, dass ich erstmal aufs Dorf gehe. Den habe ich aber keinen Kaffee mehr. Das ist doof. Naja, da finden wir dann schon eine Alternative und schauen wir mal. So, und dann gehe ich jetzt mal nach oben und esse meine Nudeln. So, ich war gerade oben und habe noch einen ganz lieben Livestream geguckt. Das war, ja, das war eine ganz liebe YouTube-Kollegin von mir. Die macht in letzter Zeit öfter Livestreams. Und da habe ich mal wieder reingeguckt. Das war richtig süß. Und ja, einige von euch waren ja auch da. Und das freut mich, dass ich euch da wieder gesehen habe. Ja, da bin ich jetzt gerade runter, weil ich muss noch ein bisschen schneiden. Ich muss auch noch ein bisschen arbeiten. Und wie ihr seht, bin ich auch noch voll hier. Ja, ich muss noch abwaschen. Ich habe Durst und dann werde ich noch diesen Vlog schneiden, den ihr jetzt seht. Und dann werde ich auch meine beiden Vormittagsvideos für morgen schon mal einstellen bei YouTube. Das mache ich ja normalerweise immer am Vormittag. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich morgen so aufgeregt bin und dann wieder 1000 Fehler mache, wahrscheinlich im Schnitt, dass ich das jetzt mache. Dann habe ich die Vormittagsvideos schon mal drin und muss dann nur noch die Vlogteile morgen Vormittag machen. Und ja, das werde ich jetzt einmal machen und wie ihr seht, haben wir alles fertig. Der Gartentyp hat alles, oder der Gartenmensch, der Typ hört sich immer so unfreundlich an, ich meine das gar nicht so, hat alles fertig gemacht. Ich muss morgen noch den Müll rausbringen, den lasse ich offen und das Gas, die Gastür lasse ich auch offen. Und da muss ich sagen, der riecht ganz schön nach Gas, ne? Ja, eigentlich müsste ich den sogar ausmachen, den Gasknopf, aber ich lasse das so. Das haben wir letztes Jahr auch offen gelassen, also ich hoffe mal, dass da nichts passiert. Ich will da jetzt auch nicht irgendwie dran rumspielen, dann müsste ich die Brille holen und müsste dann mal wieder gucken und wie man das macht. Ich habe es auch jetzt, oh, ich habe es da schon ewig nicht gemacht, ne? Und mir ist so warm, ich schwitze, hier ist ja auch alles zu, ne? Ich habe ja überall alle Türen, alle Fenster schon dicht gemacht. Eigentlich müsste ich noch mal ein bisschen draußen sitzen, noch mal ein bisschen frische Luft holen oder atmen. Das kann ich eigentlich noch mal machen, Leute, weil mir ist so warm. Einmal frische Luft, bevor ich dann ins Bett gehe und da werde ich dann weiter schneiden. Vorher noch mal was trinken. Ich wollte ja eigentlich auch noch ein bisschen Eiern machen. Das können wir auch noch mal zusammen erledigen. Und ja, das war richtig süß, die YouTuberin wiederzusehen. Ich habe sie, ich gucke ab und zu ihre Livestreams. Sie hat ja auch aus ihrer Heimat hat sie gedreht gerade. Und ja, es war richtig schön. Wenn du mein Video siehst, dann ja, herzliche Grüße an dich. Das ist eine ganz, ganz sympathische YouTuberin. Ich glaube, ich darf ihren Kanal auch nennen. Ich weiß nicht, ich mache das ja eigentlich nicht gerne, aber ich glaube schon, dass sie nichts dagegen hat. Naja, ich kann sie ja nochmal fragen, ob ich sie erwähnen darf. Und dann mache ich das mal. Richtig süßes Mädchen. Ja, jetzt werde ich hier beobachtet von den Nachbarn da oben. Vom Balkon. Ja, alle, die mich noch nicht kennen, die wissen das natürlich nicht. Nun will ich euch mal zeigen, wie viel Dreck sich auf meinem Pool ansammelt, wenn man ihn nicht ständig durchpumpt. Das kommt alles von der Dombaustelle. Ne? Moment, ich zeig's euch mal. Ist das nicht eklig? Und das ist doch kein Wunder, dass nachher der ganze Pool voller Sand ist. Ne? Das kommt alles von der Baustelle. Denn der Pool ist ja gar nicht benutzt seit Tagen. Wahnsinn, was da für ein Dreck sich ansammelt. Und es ist ja auch alles voller Sand. Wirklich frische Luft ist hier nicht, ne? Das ist so warm. Genau, also, was wollte ich noch sagen?
Der Pool wird jetzt abgelassen. Das haben wir mit dem Gärtner besprochen. Er wird ihn morgen ablassen. Dafür wird er jetzt dieses Medikament, hätte ich fast gesagt, dieses mit dem Handy sieht man immer. Dafür wird er jetzt Acid, heißt das hier wohl auf Türkisch? Weiß nicht. Also einen Eimer, sowas ähnliches wie Chlor holen. Und dann wird Folgendes passieren. Der Pool wird abgelassen, dass dann nur noch so 50 cm Wasser drin bleibt. Und dann kommt überall dieses Medikament rein. Schön wäre es, wenn ich das nochmal hätte filmen können. Und dann passiert Folgendes. Also dann wird das total, so eine grünliche Schicht bildet sich da drauf. Also es wird total, du siehst das Wasser, du siehst den Grund dann gar nicht mehr. Du siehst die Fliesen gar nicht mehr. Es gibt da so eine grüne Schicht drauf. Und das hat halt den Grund dafür, dass es eben dann, dass es nicht schlecht wird. Ne? Dass es nicht faul, dass es nicht stinkt und vor allen Dingen, dass die Frösche nicht reingehen. Die kriege ich nämlich jetzt immer öfter zu Besuch. Vorhin wäre mir fast ein Frosch in die Wohnung gehopst. Der Frosch war genau vor der Tür. Und wenn der mich da nicht gesehen hätte, wie ich da stand, dann wäre der ins Haus gehopst. Ja, da war der. Da war die Tür noch offen. Ja, und dann habe ich noch mit meinem Mann gesprochen. Wie gesagt, wir werden Miley dann wohl doch sofort holen, weil die blutet da die Wohnung voll und unsere Verwandten sagen, nee, eine Windel trauen wir uns nicht ranzumachen, das wollen wir nicht. Und die lässt sich auch nicht gefallen. Also holen wir Miley dann ein Glück auch gleich ab. Und wie gesagt, ich bleibe dann wahrscheinlich auch auf dem Dorf, weil mein Mann dann noch arbeiten muss. Und wenn nicht, dann holen wir Miley ab und dann gehe ich in die Wohnung meiner Söhne, bis wir dann am Wochenende dann wahrscheinlich laut Plan am Wochenende, am Samstag dann wahrscheinlich. Ich habe mit meinem Sohn noch nicht gesprochen, aber ich denke mal, dass es dann am Wochenende ist, dass es dann zur Küssis der Meer geht, also zum Handanhalten sozusagen. Guckt mal, der Mond ist aber auch irgendwie nicht so ganz durch, ne? Durch die Wolken. Ja, es ist bewölkt. Heute Abend ist es sehr bewölkt. Und wir haben auch Regen angesagt, ja, morgen bekommen. Ich hoffe, dass es nicht windig wird und das Flugzeug nicht so wackelt. Naja, so ist das, liebe Leute. Also, nochmal ein letzter Abend. Ich zeige euch nochmal und dann ist vorbei. Dann werde ich jetzt das Video schneiden und wie gesagt, die beiden Videoteile für morgen Vormittag schon mal reinstellen. Dann habe ich das erledigt und dann seid ihr für morgen Vormittag versorgt. Zur Not kann ich auch auf dem Weg noch arbeiten. Ich habe nämlich noch ein bisschen Internet drauf. Das ist ja immer so eine Bedingung, das kann ich nicht einstellen. Aber ich habe auf meiner SIM-Karte noch Internet und das müsste eigentlich reichen, dass ich da noch ein bisschen einstellen kann. Ich weiß nur nicht, ob ich im Bus arbeiten kann. Ne? Wie eng ist das da? Und keine Ahnung. Das sah schon alles recht ungemütlich aus, als ich Jimmy da habe einsteigen sehen. Er sagte ja auch, die Klima, wie gesagt, wäre nicht gut gewesen. Naja, schauen wir mal. Einmal ein letzter Blick in unseren wolkigen Alanya-Himmel, der aber immer noch wirklich sehr, sehr warm und heiß ist hier. Also ich gucke gleich mal, wie viel Grad wir noch haben. Da oben sind Nachbarn, die mir die ganze Zeit auf die Kamera gucken. Noch einmal da unten, aber da ist, glaube ich, nichts. Es müsste so 10 Uhr sein ungefähr. 9:45 vielleicht inzwischen schon. Ui, Katzi. Ja, ich habe heute ganz viele Katzen zu Besuch gehabt. Auch ganz unterschiedliche Katzen. Ih, und ein Frosch. Ih, geh weg. Nee, Frösche mag ich nicht. Ah, Katzi hat mich gesehen und nicht den Frosch. Das ist die Schwarze. Okay. Die Schwarze ist ganz oft hier heute in letzter Zeit. Ich darf auch nicht vergessen, das Katzenfutter morgen rauszustellen. Aber die haben noch, glaube ich, als ich vorhin geguckt habe, war noch ein bisschen drin. Mache ich morgen früh. Da oben ist noch ordentlich was los. Ja, aber sonst ist tot. Schlafen schon alle, guck mal. Die Russen auch da. Nee, beziehungsweise da ist ja meine nette Oma. Die passt immer auf ihr Enkelkind, auf die schlafen. Und die anderen, da ist noch Licht an. Genau, mein Lieben. Also, das war's, Alanya. Schön war's mit dir. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Abendhimmel, ich bin sicher. Mein Mann hat ja noch gar keinen Urlaub gehabt. Also dann. Gehen wir mal wieder rein, ne? Ach ja,
Dinge habe ich zu und das habe ich nicht zugekriegt hier. Mal gucken, ob ich das noch immer runter bekomme. Ne, da komme ich auch nicht ran. Da ist dieses Fliegendings davor. Ah ne, da ist es ja. Genau. Mal gucken, ob ich es jetzt abmachen kann. Und dann sind wir durch. Oh, es ist richtig feucht heute. Schwül. Gut. Dann mal wieder rein. So, Schuhe stehen da auch schon. Alles vorbereitet. Ja, hier kann ich auch noch mal gucken. Schränke alle auf. Den mache ich auch mal auf. So. Okay. Fenster. Wieso ist das nicht zu? Doch, ist auch zu. Okay. Gut. Da stimmt auch alles. Morgen werde ich dann das Wasser nochmal abdrehen. Und dann. Elektrik muss anbleiben für die Kameras und fürs Internet. Genau. Und dann werde ich nochmal abwaschen und dann geht's los. Das war jetzt auch nochmal die letzte Dusche wahrscheinlich. Ich glaube, dass mein Wasser nachher wieder abgestellt wird. Ich habe nochmal eben geduscht. Ich habe mir die Haare gewaschen. Ich habe sie zwar nicht gekämmt, aber ich habe jetzt auch keinen Bock zu kämmen. Das ist alles schon wieder so verklettet. Ja, die Haare, die sind in letzter Zeit wirklich alles andere als gut. Warum auch immer. Die müssen wir in Deutschland wieder ein bisschen aufpäppeln und denen mal wieder so ein bisschen Pflege gönnen. Ich bin ja auch immer noch so im Zweifel mit mir, ob ich nachfärben soll oder nicht. Schauen wir mal. Jetzt geht es erstmal auf große Reise. Ich habe jetzt alles gewaschen, was man waschen kann. Es ist, weiß ich nicht, 10:30 oder so, 11. Falls ich kein Wasser morgen früh habe, dann bin ich sauber und wenn ich doch Wasser habe, dann dusche ich nochmal morgen früh. Genau. Jetzt schneide ich das Video und setze die anderen beiden Videos rein. Für euch allerdings war es der letzte Abend hier mit mir in Alanya. Ich verabschiede mich. Vielen Dank nochmal an die vielen, vielen Zuschauer, die mich die ganzen Wochen hier mit begleitet haben. Alles Liebe auch an die ganzen Alanya-Zuschauer, die hier in Alanya sich befinden. Ich hoffe und ich wünsche mir, dass ihr auch weiterhin glücklich hier seid, dass es euch auch weiterhin gut geht, an die vielen Auswanderer, die hier leben. Und lasst euch die Sonne nicht so auf den Kopf scheinen. Es ist ja immer noch wirklich sehr, sehr warm. Und ich weiß auch, dass einige das nicht so gut vertragen, aber bleibt weiter standhaft. Die Türkei ist es wirklich wert, dass man ihr immer treu bleibt. Also ich jedenfalls liebe dieses Land nach wie vor und freue mich, wenn wir bald wiederkommen können. Es war eine schöne Zeit hier und ja, ich gehe mit einem wehmütigen Auge, das kann man schon so sagen. Aber die Family ruft. Und dann werde ich das jetzt mal erledigen und dann gucken wir mal, ob wir dann wiederkommen. Bis dahin wünsche ich euch hier alles Gute und genießt das schöne Wetter weiterhin. Und ja, bis bald. Gute Nacht.